Jetzt ist er schon da! Ist er Fahrer mit Auto? Wer? Ihre Tochter! Ist er zurück von Amerika? Jetzt lohnt sie mir doch einmal. Schließlich bin ich auch zu 50% beteiligt. Ach, Papa. Und, ist die Überraschung gelungen? Ich bin komplett sprachlos. Dass sie das noch erleben kann. Sag mal, von wo bist denn du mit dem Auto hergekommen? Vom Flughafen. In einer Stunde hierher gesaust. Werde Pedro sagen, er soll Gepäck holen? Ach, lohnt sie nur, Maria. Für was habe ich denn einen Chauffeur? Du hast einen Chauffeur! Und was für einen? Grüezi miteinander. Darf ich vorstellen, meinen Freund, der Heinz Fellner. Frau Seibold, dass Ihre Tochter eine entzückende junge Dame ist, weiss ich ja schon länger. Aber dass sie auch noch so eine jugendliche, charmante Mutter hat, übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Schleimbüttel! Sag ich dir, Papa, wenn ich einmal heiraten sollte, dann nur ein Mann, der schon etwas erlebt hat. Sag du einmal etwas? Ich finde, sie hat recht. Ja, aber ihre Tochter will doch. Ja, nur ein Mann, der etwas erlebt hat. Also gut, wenn sie das will, soll sie das auch überkommen. Dann machen wir aus ihnen einen interessanten Mann. Meinem heißgeliebten Max, zur Erinnerung an süße, unvergessliche Stunden. Ach, wie romantisch! Habe ich gehört, Dame? Denke ich, bringe einen kleinen Cocktail zum Trinken. Ja. Und Sie trinken nichts, Pedro? Oh no, ist mir vor 2 Jahren eine Lichte auf erschienen. Seither, ich trinke keine Tropfen. Denke ich, Gin ist das Beste. Also, meine Herren, ich schätze Ihre Diskretion. Aber wie kommen Sie zu dem Foto hier? Mir ist alles gleich. Schlimmer als jetzt kann es nicht mehr kommen. Haben Sie ein Taxi bestellt? Guten Tag, Wechsli. Jetzt geht der ganze Tanz schon wieder los.